Das Schönste, das Schöne wäre nicht das Schönste, wenn es nicht die Funktion hätte, das Hässlichste zu verdecken, das Ausgefranste zu überkleiden. Das Schöne, das sich immer an Idealformen anlehnt. Kugeln, Halbkugeln, Ballons, sprich als ausgepolsterte, gespannte Häute, wie alles, das dem Niedersten zustrebt, die Kugelform annimmt und manchmal auch noch eine andere Idealform des Dreiecks oder des Trapezes. Das dient also nur, die inneren fraktalisierten Strukturen des Schleimes, des Blutes, der Knochen, der Gekröse, eben all das blumenkohlartig fraktalisierte, glitschig, unerquickliche so zu überspannen und durch Blendschirme zu kolportieren, zu theatralisieren, die Zugangspforten zu den inneren Abgründen eventuell zu betonen. Es gibt sogar einen bestimmten Muskel, nur bei den Frauen, ich glaube Gluteus Minimus heißt er, der ausschließlich die Funktion hat, bestimmte Partien nicht auszupolstern, sondern hervorzuheben und zu exponieren und zu theatralisieren und zu Punkt, Punkt, Punkt dialektisieren.